So Leute, damit ein herzliches Willkommen und wir sollen nach Eden gehen. Wir schauen einfach mal durch. Schauen wir einfach mal, erster Hinweis ist gleich mal Eden. Gehen wir einfach mal durch. Ah, ich sehe da schon mal ein Rufzeichen. Und wir müssen unbedingt fortfahren in der Geschichte, weil ich kein Speicher habe. Immer frei ab. Schau dir das an. Ich habe wieder ein bisschen gesucht und man sieht's. Ich habe nur für drei Platz. Scheiß, die wandern. Aber na gut. Was ist denn das? Da bin ich jetzt aber gespannt. Star mich nicht. Oh. Star. Oh mein Gott. Alles klar, ja dann. Oh, okay, jetzt wollte ich schon sagen, jetzt. okay, die wollten uns eigentlich da quasi nur helfen. Alles klar, dass wir da irgendwie was haben im Eckerl. Laden, sag mal hier, was haben wir da im Laden über? Was können wir überhaupt kaufen? Sag mal da her. SP-Entwicklungspatch, Sucher. Ah, Persönlichkeit, oder so. Okay, interessant. Ja, vielleicht müssen wir irgendwann mal dort vorbeischauen. Das kann auch möglich sein. Na gut, passt. Schauen wir mal kurz ins Büro vorbei. Alter. Kein Platz mehr, Scheiße, warte, ich bräuchte doch für zwei weitere einen Platz. Für zwei weitere. Okay. Habe ich mir eigentlich gedacht gehabt, dass wir da... Ja, okay, passt. Na gut. Trotz erledigt. Na gut, dann schauen wir halt einfach weiter. Dann schauen wir zum nächsten Geheimen. Schaftsbereich, vielleicht haben wir ja da irgendwie was Geheimnisvolles am Start. Vielleicht hat ja auch irgendjemand ein Rufzeichen, beziehungsweise vielleicht haben wir da wieder irgendwo in einer Ecke irgendwas. Boah, das schaut ja mal wieder negativ aus. Okay, passt. Ja, dann schauen wir mal wieder zum nächsten Bereich. Na, einen haben wir ja noch. Wenn nicht, dann. Ja, dann. Ja, alles klar. Ah ja. Das zählt sowieso nicht. Ja, dann schauen wir noch mal ganz kurz beim Eingang vorbei. Aber weißt, es gibt ja nicht mal so ein Anzeichen, dass ich sagen könnte, ja okay, dann befragen wir halt einfach mal die Leute, aber... Reden wir einfach mal alle. Sprechen wir einfach alle an. Aha, ja, vielleicht könnte es ja schon mal ein Hinweis sein. Na gut. Ja, sprechen wir einfach nochmal. Das war natürlich wenigstens einmal ein guter Hinweis. Aber wenn da halt natürlich kein Rufzeichen, kein Fragezeichen ist, dann wird es natürlich wieder ein bisschen problematisch werden. Ah, danke. Schön für die Information. Ich bin jetzt da ein bisschen... Was, ne? Ich wollte mich da eigentlich jetzt schon so drauf losstürmen, dies, das, jenes. Und jetzt bremst mich das aber ordentlich stark.
Das bremst mich jetzt aber ordentlich stark. Weißt du, unsere Chefin, könnte man schon sagen, hilft uns eigentlich auch nicht wirklich weiter. Naja, dann müssen wir einfach mal alle befragen, ohne Spaß. Müssen wir mal mit allen reden, dies, das, jenes, vielleicht kann uns dann jemand helfen. Oder vielleicht habe ich irgendwas übersehen, weiß nicht. Oder vielleicht kriegen wir ja dadurch, dass wir alle ansprechen, dann so einen Schlüssel wieder. Okay, der lässt sich nicht einmal ansprechen, super. Okay, die lässt sich auch nicht einmal ansprechen, interessant. Na gut, passt ja, dann müssen wir halt nochmal bei dem anderen Bereich schauen. Quatsch mal. Passt. Okay, passt, hat sie erledigt. Aber schau dir die drei an, wie die ausschauen. Nice. Eieieiei. Schauen ja schon so heftig aus, das ist ein Wahnsinn. Na gut, vielleicht quatsch mal mit Erna. Vielleicht hilft mir da irgendjemand. Weil da ist ja auch wirklich eine schöne Aussicht. Jetzt fühle ich mich aber doch verarscht hier. Ja, sonst... Ich werde mit euch entweder sagt im Interview irgendwas mit Aiden, aber ich schau mal, ob irgendwas mit die Fälle ist. Mir fix jetzt wieder hin, was sagen mit denen? Ich habe gehört, dass die Aussicht am Eingang aus toll ist. Geh hin und sag mir, wie du sie findest. Ja, schön, leck dich doch am Arsch. Ha! Da bin ich wenigstens ein Märchenfall. Haha, da machen wir das wenigstens. Speicher B, fix, Alter. Ja, das ist auch das mit dem Club. Wir werden einfach nur wieder zurück. Ja, ich habe eh gedacht gehabt, Alter. Da habe ich sehr richtig gedacht, dass wir einfach nur zurückgehen müssen. Nope, definitiv nicht.
genau sowas wie bei uns. Alter, auch noch mit der ganzen Musik so, es wird jetzt ganz gefährlich hier. Perfekt, so machen wir das. Ah, bin ich schon mal gespannt. Warte, die uns jetzt gleich in die Lobby rein. Da fix auch noch. Servus, hier ist die. Miau. Die Mondspuren, schau dir das an. Ja, könnte schon mal sein, dass wir dann gegen ein fettes Digimon kämpfen. Da fix auch noch. Der weiß, gehst du. Einfach mal abwarten. Sound. Oh, yeah. Jetzt bin ich gespannt, ob es ein Digimon ist. Normalerweise muss es schon ein Digimon sein, weil sie es jetzt vorher erwähnt haben. Alter. Keiner hier anwesend, was ist denn da los? Kann es vielleicht sein, dass es der Roboter ist? Gehen wir einfach weiter. Ja, gehen wir einfach weiter. Oh. Okay. Na warte, dann gehen wir halt einfach mal da herum. Wenn ich ihn da nicht wittern kann, interessant. Ach, ja, genau. Ah, da müssen wir wieder weiter nach vor. Alles klar. Okay, würde mal probieren, sowieso weiter auf. Schaut's aus. Aha, nein, schau mal. Ah, da haben wir ihn eh wieder. Im Eckel. Versteckt sich wahrscheinlich jeder wieder. Na, hallo? Wer bist denn du?
Alter, kleines Kind, leck mich doch am Arsch. Frühreifer Junge, leck mich. Also ich hätte mir ja so gedacht, das wird wirklich ein Digimon sein. Aber eines Tages kommen wir wirklich zu diesem Eden-Zentralpunkt, Herz etc. Das sind heftige Digimons am Start dort. Das sind wirklich geile Digimons. Perfekt. Na schau, alles ist so gut gegangen. Leider. Hauptsache, ich will mein Speicher-OP. Ich will mein Speicher-OP haben. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt habe ich mich eh schon entschuldigt. Wir haben die Daten kriegt, wie es das Ende ist. Ich will mein Speicher-OP. Ich will mein Speicher-OP. Oh shit. Speicher-OP. Trotzdem, wir sind eigentlich ganz allein. Was machen wir mit Baku? Ist eine gute Frage, oder? Das ist wirklich eine gute Frage. Wenn wir das jetzt selber entscheiden dürfen, kann das jetzt interessant werden. Hauptsache, ich kriege irgendwann Speicher-OP. Ganz wichtig. Was haben wir denn über ein Tipp für Team? Ah, komm, man kann halt erzwingen hier. Schade. Alle Level 1. Das scheiße die Wandern. Was können wir es werden? Alle Level 1. Super. Oh.
Ja, schaut schon mal gut aus, die Attacke hier. Jägerzerstörer, leckt mich doch am Arsch. Schau ich schon mal sehr. Level 60, na moin, gleich mal. War jetzt von 1 bis 60 war schon chillig. Alter, die Schaue, die schauen ja so geil aus. Ah, Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Aber wir müssen ja beide irgendwie schauen, dass wir die aufkriegen. Ja, toll. Ah, der konzentriert sich schon wieder nur auf die Hure, der Wahnsinn. Ich glaube, da brauchen wir ja wieder 4 oder mehr Leute, damit wir das wieder aufmachen können. Glaube ich. Ich glaub, da brauchen wir mehr. Der Pfeil haben wir nur eins, der scheiß den anderen. Hey, ja, fix. Da müssen wir definitiv tauschen. Ach, du Scheiße. Ich glaub, da brauchen wir. Warte, schauen wir einmal erstmal, wer am meisten hat. 14, ja, dann müssen wir den einmal austauschen. Brauchen wir eher. Und einen können wir dann noch zusätzlich mitnehmen. Ah, wir haben dann noch zusätzlich Mauspalt. 3, perfekt. Und da kann man ja wieder noch wieder hingehen und dann wieder eine Runde machen. Aber kann mal 10 Runden nur wegen dem Blödsinn. Aber hey, 2 davon können wir wenigstens trotzdem noch immer trainieren. Das ist schon mal was Positives. Und er müssen wir sowieso. Er braucht sowieso ein bisschen. Der Rote meine ich, der Rote braucht sowieso ein bisschen noch. Er hat Fähigkeit 40. Der 40 ist schon heftig. Ja, es dauert ein bisschen, bis der das mal. Bis der mal so weit ist. Perfekt, auch schon auf 100%. Nice. So, dann machen wir das mich mal auf. Müssen wir gegen das Tor kämpfen? So muss man doch gegen das Tor kämpfen. Will ich mal ein. Ich bin irgendwie fett ein, man muss immer gegen das Tor kämpfen. Wenn nicht, dann nein, ist ja auch nicht so schlimm, aber trotzdem. Irgendwie konnte ich mich immer daran erinnern, dass wir immer gegen ein Tor kämpfen mussten. Was ist das? Jetzt gewinnen wir das jetzt auch nur ein oder vielleicht ist das ein später. Oder dann bei noch stärkeren Mauern. Vielleicht kann es dann möglich sein. Das kann auch möglich sein bei den noch stärkeren Mauern. Wird schon sein. 2 sollte uns ja überhaupt nicht aufhalten. Überhaupt nicht. Was haben wir da? Schlafheilung, wo ist bei Jobi? Raus! Eine Spende für die Armen! Na gut. Dann tausch mal. Einmal. Also sonst geht sich mal gar nicht aus. Super. Besser gehen wir so. Perfekt. Alter, weißt du, da kannst du nicht einmal. 5 werden wir wahrscheinlich. Nein, ich kann einmal mal die Crit nehmen. Ich kann die leider mal nehmen. Was ich bräuchte. Wir müssen Doppelspeicher-OP kriegen. Doppelspeicher-OP, dann wird es auszahlen. Dann kann ich hier rumlaufen mit allen. Also in Anführungszeichen nicht mit allen, aber mit ein paar. Oh, und die Diegel ist mal wieder. Ach, da kriegt ja mal einen Kick in die Fresse, das ist so Wahnsinn. Er wieder mit seiner Hure, ja, Wahnsinn. Jetzt gibt es sogar schon als Beute Mutpunkte. Nice. Da sehen wir sich auf dann. Wenn wir vielleicht wieder Fähigkeiten 60 haben oder so. Oder 40. Wer weiß, was dann wieder dann halt als nächstes kommt. Nach den Entwicklungen. Digitationen. Den Schuxler. Ja, ich mach mal kalt. 0,x, hallo. Easy peasy. Das kann einmal reden, das ist super.
Lieben Gerd, let's go. Unsere sind ja eh einsatzbereit bis zum Gehtnimmer. Wir sind ja eh top. Top am Start. Ja. Ich erledige dir damit, definitiv. Ja, das hat sich erledigt. Nice. Haha, scheiß die Wandern. Ach du Scheiße. Alter, gerade mal eine Attacke, leck mich am Arsch. Ich würde mich jetzt eher mehr freuen, dass ich jetzt endlich meine Scheiße speichere. Ja, genau. Ah, perfekt. Mir fällt gerade ein, wir haben einen Bohnen mehr. Kannst du vielleicht... Ja, und wo?